Ja, hallo zusammen. In diesem Tutorial soll es um das neue Card Visual gehen, was im Sommer 2023 veröffentlicht wurde, und insbesondere, wie wir es nutzen können, um Filter auf weiter drunter liegende Seiten durchzureichen. Ja, und hier öffne ich auch meinen kleinen Kartenzoo. Was ist denn toll an diesem neuen Card Visual? Ja, früher mussten wir mal hier aus mehreren Kärtchen so ein schönes Kärtchen zusammenbauen. Seit Frühjahr 23 ist es möglich, hier mit Tricks und einem Untertitel, wo wiederum ein Wert dahinter steckt, hier tatsächlich auch über Measures so ein einzelnes Kärtchen zu haben. Aber wir müssen die Measures speziell formatieren. Das ist natürlich umständlich. Und seit dem neuen Card Visual können wir nun endlich mehrere Measures gleichberechtigt hier in ein Visual packen und ja, hier einfach Kosten, Kostenvorjahr und die Abweichung sind alles separate Measures, nicht extra formatiert. Das sind hier eigentlich auch separate Kärtchen. Das sehen wir nur nicht so gut, weil ich hier alles ausgemacht habe. Deswegen hier auch der Platzhalter, der einfach eine leere Karte ist. Und daraus habe ich hier so eine komplexe Karte gebaut, die aber nur ein Visual ist und auch keine weitere Formatierung braucht. Das ist schon sehr toll und ich kann das auch hier insofern anpassen, dass wir über einen dynamischen Titel hier kann ich auch, also da ist einfach nur quasi der Ort, das Measure Ort, wo wir ein Selected Value haben. Deswegen steht hier Berlin, hier Basel, weil ich hier entsprechend gefiltert habe. Wenn ich das rausnehme, steht hier alle Orte. Und jetzt kommt hier Berlin zurück. Also ich kann zwar noch nicht hier Small Multiples nutzen, Stand Sommer 23, aber ich kann hier einfach über diesen Filter das Ganze steuern und muss hier nicht für jede Stadt eigene Measures erstellen. Für ein Monitoring-Dashboard über verschiedene Dimensionen, da kann ich das hier sehr gut nutzen. Ich habe hier schon mal verschiedene Städte und ich kann hier auch zeigen, wie einfach das anzupassen ist. Ich muss nur den Filter ändern. So ein Monitoring-Dashboard soll ja verzweigen auf Detailseiten, die dann idealerweise gefiltert sind. Das funktioniert auch, denn die Kärtchen haben eine Drill-Through-Funktion. Das ist einfach Standard, wenn ich hier Rechtsklick mache und dann kann ich hier direkt auf die Detailseite der Orte gehen zum Beispiel und sehe hier nur den Wert für Basel. Und wenn ich jetzt hier aus demselben Dashboard hier in die Einzelzeilen gehe, sehe ich auch die drei Einträge, also was dahinter steckt. Aber viel schöner wäre es ja für einen Aufbau eines Dashboards, dass ich aus den Kacheln hier zwar in die Orte komme und von hier dann weiter in Richtung Details. Das ist jetzt hier nicht so leicht und wenn ich jetzt hier einen Drill-Through-Button oder ähnliches einbaue, dann müsste ich mindestens explizit wieder was anklicken, um dann weiter zu navigieren. Und das geht aber auch mit einer neuen Karte zu lösen, indem ich statt einem Button hier das neue Card Visual nutze. Denn auch das ist eine Karte hier. Und das neue Card Visual hat dieses Selected Value Ort einfach hier als Namen, also wenn ich jetzt hier Filter entferne, steht da alle Orte. Und wenn ich den manuell jetzt wieder gebe, dann komme ich dahin. Und aufgrund der vielfältigen Formatierungsmöglichkeiten, die wir hier so haben, kann ich hier eben auch ein Bild einfügen und dann sieht es aus, als würde ich dahin zoomen, aber ich gehe dann in die Details. Rechtsklick, Drill Through und schon lande ich hier auf der Detailseite, wo ich die drei Einträge habe. Also Filter werden einfach mitgenommen, indem ich die neue Karte wie einen Button verwende. Das ist dann auch eine Drill-Through-Seite natürlich, aber ich muss nichts anklicken, ich muss nicht neu irgendwas filtern und muss auch nicht mit Bookmarks tricksen. Das ist schon ja sehr toll und ja, es ist ein Rechtsklick und kein Linksklick, aber Power BI funktioniert ja sowieso sehr viel über Rechtsklick. Und ja, finde ich von der Usability ganz nett. Ja, und weiterhin natürlich viel Spaß mit Power BI.